geht es um Struts, um speziell gesehen Toe-Struts. Es gibt auch den Heel-Strut, aber den kenne ich ehrlich gesagt nur aus einem einzigen Tanz und den aus dem Country-Western-Bereich, als ich selber noch Anfänger im Line Dance war. Das ist ja auch schon fast wieder 20 Jahre her. Fangen wir gleich mal mit dem an, den Heel-Strut, das heißt, wir tippen die Hacke auf den Boden oder die Ferse auf den Boden und da, wo die Ferse tippt, wird der Fuß abgestellt, zack, also eine Doppelbewegung ist das nämlich. 1, 2, 3, 4. Es ist eine Doppelbewegung. Aber den Heel-Strut, es gibt noch einige Leute in der Choreografien, habe ich wohl auch schon mal gelesen, einen Heel-Strut zur Seite, aber ganz ehrlich, Heel-Strut zur Seite, eines der unangenehmsten Bewegungen, die ich persönlich beim Tanzen kenne, würde ich nie machen, auch wenn es da steht. Ich würde es dann immer mit einem Spitze, einem Toe-Strut draus machen, also nicht beim Thema. Toe-Strut, wir tippen die Spitze zum Beispiel nach vorne auf den Boden und da, wo die Spitze tippt, den Fuß abstellen, hat man einen Toe-Strut nach vorne gemacht. Toe-Strut gibt es logischerweise auch zur Seite, im Gegensatz zum Heel-Strut, kein Problem. Den gibt es auch gekreuzt, Tipp und Abstellen und man hat sich leicht seitlich bewegt. Es gibt Tänze, wo zum Beispiel mehrere Toe-Struts hintereinander getanzt werden, zur Seite, gekreuzt, ne? Und dann ist es eine seitliche Bewegung. Also es ist dann Tipp, Seite, Abstellen, Kreuzen, Seite und man bewegt sich dabei zur Seite. Was ich sehr häufig sehe, ist zum Beispiel, dass dann sowas getanzt wird, ne? Seitstrat, Cross-Strat, aber das sind keine Strats, das sind Tipps zur Seite und gekreuzt. Man steht immer noch am selben Fleck. Ob man damit Spaß hat oder nicht, ist natürlich reine Ermessenssache. Wer Spaß hat, soll den Spaß haben. Ich möchte niemanden den Spaß nehmen. Aber rein korrekt wäre es, wenn man sich dabei seitlich bewegt. Und mancher Choreograf hat sich dabei bestimmt auch was gedacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Video.